Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir, ja, das ist eine Mischung aus einem Kochvideo und einem Technikvideo, möchte man das nennen, oder? Ja. Küchentechnikvideo eigentlich. Also, um einen Anglizismus zu verwenden, Skills werden heute gezeigt. Hard Skills? Auf vielfachen Wunsch, ne? Hard Skills, Soft Skills, können wir gleich auch noch drauf eingehen, ja? Okay, also, was wurde sich gewünscht? Es wurde sich gewünscht, dass wir ein Video machen zum Thema Anrichten. Ich erkläre das einmal so ein bisschen. Das ist halt, das jetzt hier, so ein, wer unseren Kanal schon länger verfolgt, das wird eher so ein Oldschool-Video, wo ich halt etwas erkläre und auch den Sinn dahinter erkläre. Ich mache das ja sonst so nebenbei. Aber hier geht es darum, das ist Basiswissen eigentlich für Köche, für ambitionierte Hobbyköche und für angehende Köche, also Azubis, die irgendwann mal sagen, okay, ich möchte jetzt hier, ich möchte weiterkommen. Okay? Also, und zwar, es geht darum, warum richten wir wie etwas an? Grundsätzlich gilt bei Köchen, die frei sind in ihrer Anrichteweise. Das wurde auch schon hin und wieder mal geschrieben. Es ist den Köchen scheißegal, wie ihr das esst, wenn ihr Messer und Gabel verwendet. Wenn ihr etwas mit der Hand esst, dann ist das etwas anderes. Dann achten wir darauf, dass das gut essbar ist. Oder wenn es mit einem Löffel gegessen wird, ja, also auf einem Löffel angerichtet wird. Aber ist es auf einem Teller und ihr esst mit Messer und Gabel, ist uns das in der Regel wurscht. Hauptsache, ihr habt ein schönes Bild. Weil darum geht es. Ja? Und wir wissen, dass ihr das alles auseinanderzieht und dann sieht das nachher aus wie Dresden 45. Das wissen wir. Und das ist uns egal. Weil wir haben ein Kunstwerk auf den Teller gebracht und so soll es bei euch ankommen. Es soll einfach im ersten Moment für Begeisterung sorgen. Richtig, das ist das Entscheidende. Okay? Es geht da nicht darum, dass wir sagen, ach jetzt, und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, bei Gerichten, die viel verkauft werden in Restaurants, die sehr viele Plätze haben, da geht es nicht um Design, sondern da geht es um Effizienz. Das heißt, eine Kelle, zweite Kelle, Fleisch drauf, schicken. Ich finde, wo man das richtig gut sehen kann, ist, wenn man bei IKEA essen geht. Da hast du ja diese ja. Wie nennt man das? Eine Hotline. Hotline, ja, okay. Und da ist das ja im Prinzip so. Eine Kelle davon, eine Kelle davon, zack. Genau. Vorher wird gefragt, willst du Kartoffelpüree oder Reis? Richtig. Und warum haben sie Kartoffelpüree? Ja, weil es schnell geht. Richtig, weil sie den einfach schnell drauf klatschen können. Das ist noch nicht mal bös gemeint, ne? Und du kannst es immer gleich portionieren mit dem Löffel. Also genau. Wenn du jetzt einzelne Kartoffeln hättest, musst du wieder gucken, da habe ich jetzt drei, habe ich vier drauf. Ganz genau. Ja, da geht es drum, ne? Und dann gibt es noch Gerichte, die kannst du einfach nicht schön, so sag ich mal, schön anrichten. Die sehen halt aus, wie sie aussehen. Ein Teller Pommes bleibt ein Teller Pommes. Ja, oder Gulasch. Gulasch, ja, Kalbsragout, also alle Ragout, alle Eintöpfe, sag ich mal. Für denjenigen, der weiß, wie es schmeckt, ist das ein Traum. Na klar. Aber wenn du das jemandem zeigst, der da noch nie gegessen hat, der sagt, ja, komisch aus, ne? Oh, schwierig. Weiß nicht, ob ich das möchte. Interessant. Spannend. Ja. Okay, wir richten zwei Dinge heute an. Wir richten einmal ein Tomate-Mozzarella an. Ja, auch bei Tomate-Mozzarella gibt es Unterschiede. Aber ich sag euch, wie ich das Gericht auf der Speisekarte schreiben würde. Ich würde schreiben, Kirschtomaten in Honig sortiert, Betragsstrich, Burrata, Buffala Burrata, ja, verschiedene Pilze der Saison, ob Saison oder nicht, ist ja wurscht, aber jetzt in dem Fall sind das Pfifferlinge, ja, und Champignons, ich könnte auch noch Steinpilze nehmen oder wie auch immer, aber ich würde jetzt dann schreiben, verschiedene Pilze oder Wiesenwaldpilze, was auch immer, ich würde einfach schreiben, verschiedene Pilze, so. Und das würde sich blumig anhören. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir so etwas schreiben. Wir möchten, dass ein ordinäres Gericht, alleine schon durch die Komponenten, die wir dazugeben, es ist Tomate-Mozzarella am Ende des Tages. Ja, aber wir geben ja noch etwas dazu. Und wir richten das besonders hübsch an. Und wenn das dann an euren Teller kommt, garantiere ich euch, dass 9 von 10 Leuten ein Telefon rausholen und davon ein Foto machen. Ne? Heute zumindest. Also muss man ja auch. Ja, richtig. Was brauchen wir? Wir brauchen keine normalen Tomaten. Das wäre ja zu ordinär. Wir nehmen Kirschtomaten. So, hier in dem Topf habe ich dann Honig, Salz
Und da kommt gleich noch ein kleines bisschen Olivenöl dazu. Weil Tomate Mozzarella besteht im Prinzip aus wenigen Zutaten. Es besteht aus Tomate, logischerweise, aus Mozzarella, ob das jetzt eine Bufala ist oder in diesem Fall jetzt hier eine Burrata. Ich erkläre gleich, was eine Burrata ist. Ein bisschen Olivenöl und Essig. Fertig. Also eine Säure, die dazugegeben wird. Mehr ist da gar nicht dran. Okay? Und unserer Kreativität, sage ich jetzt mal, geschuldet, ist es, dass wir dann anfangen, diese Gerichte so zu verändern, dass sie für eine Speisekarte attraktiv werden und für denjenigen, der sie isst, auch attraktiv sind. Wenn du ganz normal Tomate Mozzarella haben willst, dann gehst du zu dem, sage ich jetzt mal, zu der Pizzeria oder zu dem Italiener um die Ecke, der das halt 100.000 Mal verkauft am Tag. Ja? Gehst du aber in ein Restaurant mit 80 oder maximal 80 Sitzplätzen, dann kann ganz anders gekocht werden. Das muss euch auch klar sein, ne? Also nur weil ich das jetzt hier schreibe, heißt das nicht, dass ich das auf die Speisekarte mitnehme, ja, und dann heute Abend 200 Mal verkaufe. Dafür ist das zu aufwendig. Na, muss man auch sehen, okay? Kennst du übrigens Anrichtesünden, Stefan? Anrichtesünden? Sünden, ja. Ich werde hier auch etwas machen, was... Ich habe das gerade geschnitten. Hier sind noch Orangenfilets. Oha. Ja, hier sind Orangenfilets. Ja. Wenn du schon mal... Warst du schon... Steak essen waren wir ja schon mal beide, ne? Ja. Kennen. Absolut. Ja, okay, jetzt kommt der Steak-Teller mit deinem Filet-Steak, mit deinem Rumsteak, mit deinem Teres Mayor oder was auch immer. Und da liegt ein Lollobionda-Blatt drauf. Und auf dem Lollobionda-Blatt liegt was? Eine Orangenscheibe. Eine Orangenscheibe. Ja. Bitte. Und vielleicht noch eine Scheibe Radieschen. Oh Gott, die hat nichts, also die Orangenscheibe hat da einfach nichts drauf verloren. Ja. Ne? Also wirklich nicht. Ne? So, schaut mal. Der Honig ist schön karamellisiert, die Tomaten platzen auf. Mhm. Okay. Salz hatte ich ja gerade schon gesagt, ist dran. Jetzt gebe ich darauf ein kleines bisschen Olivenöl. Was passiert? Durch die Tomate, die ja jetzt Wasser verliert, durch den Zucker in Form von dem Honig und ein klein wenig Olivenöl ergibt sich daraus eine Soße, eine Emulsion. Ja? Und ich gebe da jetzt gleich noch einen kleinen Spritzer Essig drauf. Mache ich eben, hole mir eben ganz kurz. Mhm. So, da geht jetzt noch ein ganz kleiner Spritzer Balsamico drauf. Wirklich nicht viel, nur, dass es dann aussieht, schaut mal, wie eine richtige Soße. Fertig. Wenn man das, sag ich mal, in einer großen Menge vorbereitet, kannst du auch 20 Essen davon anrichten. Egal, okay? So, dann haben wir hier die Pilze, wie ich das vorhin einmal angekündigt habe. Wie lange im Voraus einmal noch kann man das denn vorbereiten? Kannst du auch morgens vorbereiten. Das ist total, wirklich, das ist total egal. Und dann noch einmal kurz. Brauchst du noch nicht mal warm machen, kannst du auch kalt servieren. Ja, aber wenn, falls du es warm servieren willst, kannst du es dann noch einmal kurz antränken. Einmal kurz, richtig, einmal kurz rein, fertig und das war's. Ne? Je länger du das natürlich warm werden lässt, umso mehr schmilzt, also wird die Tomate kleiner. Ja. Ne? Aber wir stellen das zur Seite, wir haben das vorbereitet. Okay. So, jetzt haben wir hier Pilze. Kennt jeder, weiß jeder. Champignons weiß, Champignons braun, Pfifferlinge. Drei verschiedene Farben. So. Champignons sehen langweilig aus. Ich lege die auf den Kopf. Ohne Fett. Bitte? Ohne Fett, ne? Ohne Fett. Auch die braunen lege ich auf den Kopf. Möchte, dass die am Kopf Farbe bekommen. Werden wir auch gleich noch für den Hauptgang mitverwenden, deswegen schmeiße ich jetzt alle rein. Die Pfifferlinge. Für jeden, der weiß, wie Pfifferlinge schmecken, sehen die köstlich aus. Okay? Für alle, die sagen, ja, Pilze, das ist nicht so mein Ding, versucht man die so ein bisschen zu schneiden. Ja, oder nicht man versucht das, sondern man schneidet die so klein. Was ist der Vorteil davon, wenn ich jetzt das einen Pilz klein schneide? Du hast mehr Bratfläche. Ich brauche nicht mehr so viele. Das auch. Ich brauche einfach nicht mehr viele, damit es viel aussieht. So, das sind zwei Pilze. Für eine Vorspeise, was wir jetzt gleich hier machen, reicht das? Ja. Na? Okay, also stellen wir das weg. Okay, jetzt geht's um den Teller. Was für einen Teller nehmen wir? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einmal einen ganz normalen, stinknormalen weißen Teller nehmen. Ich würde jedem empfehlen, immer einen weißen Teller zu nehmen. Einfach, weil alle Farben, die ihr darauf gebt, und ihr habt kein weißes Gemüse, bis auf eventuell mal Sellerie oder Kohlrabi, aber ansonsten verwendet ihr in der Regel kein weißes Gemüse oder Blumenkohl, kommt einfach viel besser zur Geltung. Wenn ihr jetzt einen bunten Teller nehmt,
wie diesen hier, dann ist die Aufmerksamkeit meistens auf den Teller gerichtet und nicht auf das, was drauf ist. Ja? Ach, da war ein schönes Geschirr. Hast du das gesehen, Schatz? Toll, ne? Also auch diese, ja? Kann man machen. Ich würde euch immer empfehlen, nehmt einen weißen Teller. Dann gibt es bei uns in der Küche Hilfsmittel. Hilfsmittel ist sowas hier, Schablonen, sowas hier, ja? Natürlich auch Pinzetten und weiß der Schinder was? Haben wir alles? Oder auch ganz klassisch diese Flaschen, womit du Soße genau, richtig, so Quetschflaschen halt. Genau. Ne? Richtig. Die sind auch top, ne? Wenn du halt so Tropfen machen willst. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das nicht jeder zu Hause hat. Okay? So ein Ring hier, das kannst du auch, sag ich jetzt mal, den kannst du relativ leicht kaufen. Achtet darauf, dass ihr einen Ring verwendet, wenn ihr rund anrichten wollt, rund auf rund, dass ihr noch genug vom Teller übrig lasst. Also vom Tellerrand. Wir haben hier noch einen Zuschauer, ich zeige das einmal. Ja? Dass ihr noch genug vom Tellerrand übrig lasst. So, und jetzt kann man das hier füllen. Der Vorteil dabei ist, ich kann etwas verwenden, was eigentlich rechteckig ist und kann es rund auslegen. Das ist für das Auge, ist das, ja, ist ungewöhnlich. Mhm. Ne? Heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Gurke verwende, die ist halb rund, die kann ich hier so auslegen, dass es nachher am Ende des Tages ein ganz rundes Ding ist. Das schaffst du freihändig niemals. Nee, das wird nicht klappen. Ne? Schaffst du nicht. So, das mache ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob man das von oben sehen kann. Ja, das sieht man. Ja. Ich glaube, das ist generell einfach erstmal ein ganz guter Tipp, beim Anrichten noch genug Rand zu lassen, damit das Gericht an sich wirkt. Ne? Genau. Also sonst hast du einfach einen überladenen Teller und die einzelnen Komponenten kommen auch nicht mehr zur Geltung. Richtig, genau. Es kommt dann einfach nicht so richtig raus, ne? So wie du das eigentlich möchtest. So. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das also wild anzurichten, dass du das einfach, sag ich jetzt mal, schön auf den Teller bringst irgendwie. Das geht natürlich auch. Dann machst du ein Salatnest oder was weiß ich was. Ne? Da gibt es also auch dutzende Möglichkeiten. Wir gucken einfach mal. Ich weiß nicht, kannst du mal näher kommen mit der Kamera, Stefan? Dann sieht man, wie viel Wasser so ein Pilz hat. Sieht man das hier, dass das Wasser da drin vibriert? Guck mal. So, ich kipp den einmal um. Ja. Siehst du das? Mhm. Okay. Die sind sogar zu dunkel geworden, sehe ich gerade. Ja, ich hätte es auch gesagt. Ja, ne? Die Flamme doch mehr Power gehabt, als ich wollte. Aber egal. So. Leg das jetzt einfach mal hier so zur Seite. Schmeiß das so, wie es ist, aufs Brett, ja? Okay. So, jetzt gebe ich da rein die Pfifferlinge, ein kleines Stückchen Butter. Pfifferlinge möchte ich nicht trocken anbraten, ne? Da möchte ich ein bisschen Farbe dran haben, nur so. Fertig, mehr ist das gar nicht. Ich das jetzt hier in ein Sotti, ein Sautoir. Suche ich mir hier die schönsten Pilze raus, die noch einigermaßen gehen, aber da sind, glaube ich, gar nicht so viele dabei. Ich würde sagen, die sind eigentlich alle gleichmäßig schwarz geworden. Ja. Ich hole mal neue. Ja. So, jetzt Obacht. Obacht. Ich nehme sie jetzt schon raus, weil wir hatten es ja gerade, ne? Nur so ein bisschen Farbe. Ja. So. Das reicht schon. Nur so ein bisschen. Fertig. Lege ich daneben. Das waren übrigens vorhin die letzten braunen Champignons. Ja. Deswegen. Unser Zuschauer hat das hier richtig bemerkt. Er sagte, du hast einfach zu viel geredet. Ja, stimmt, er hat recht. Er hat einfach recht. So, das hier ist eine Burrata. Was ist eine Burrata? Eine Burrata ist ein Mozzarella, eine Mozzarella-Kugel. Ja, die ist gefüllt. Die ist gefüllt mit dem, wenn jetzt, wahrscheinlich sind einige Italiener dabei, die mich korrigieren werden, aber ich bin der Meinung, mich erinnern zu können, dass das Innere einer Burrata Stracciatella heißt. Das ist gezupfter Mozzarella mit Sahne, also sehr cremig, ja. Okay? Und also das heißt, es wird eine Kugel auseinandergezogen, dann wird die gefüllt und abgedreht und fertig. Mhm. So. Okay. Schmeckt fantastisch übrigens. Nur mal so. So.
Die würde in die Mitte gehen, wenn wir damit anfangen würden. Machen wir aber nicht. Wir fangen mit den Tomaten an. Ich erkläre auch gleich, warum. Okay, wir nehmen die Tomaten hier raus und positionieren die auf den Gurken. Seht ihr auch, warum das nicht ganz so unwichtig ist, den Ring noch ein bisschen mit drauf zu lassen. So. Und so. Von der Menge der Tomaten her braucht ihr gar nicht mehr. Dazwischen positioniert ihr die Pilze. Jetzt hast du einen zu wenig. Jetzt habe ich einen zu wenig, ja, das macht ja nichts. Kannst geht ja nur, vielleicht geht ja nur, eine Orangenscheibe dazwischen. Ja, es geht ja nur darum, dass wir es einmal so ein bisschen, dass wir es einmal zeigen, was wir meinen. Ne? So, das wäre jetzt, so wie das jetzt hier ist, ist das fertig. Ne? Ich würde jetzt gleich den Ring abziehen. Ne? Wir nehmen jetzt hier die anderen, legen die noch hier so ein bisschen damit dran. Ihr werdet sehen, das ist, zwei Pfifferlinge waren völlig ausreichend. Ihr braucht gar nicht mehr. Ja? So, das heißt, ihr habt jetzt von der Sache her, habt ihr euch mit dem Gericht, so wie das ist, habt ihr euch begrenzt, okay? Jetzt nehmt ihr den Mozzarella und legt den in die Mitte. Jetzt zieht ihr das ab und habt ein, Anführungsstrichen, schon fast fertiges Gericht. Was jetzt noch fehlt, ist logischerweise die Soße und irgendetwas Grünes. Wollte ich gerade sagen. Da fehlt da eigentlich so ein bisschen was Grünes. Dadurch, dass das ja hier eine Burrata ist und ich ja gerade gesagt habe, dass die Burrata gefüllt ist, geht man her und reißt die, die ist auch schon so ein bisschen angerissen hier, reißt die so ein bisschen an. Fertig. Jetzt habt ihr eure fantastische Soße hier noch. Die gebt ihr damit drauf. Gießt einmal eure Zutaten, die ihr hier drauf habt, schon ein wenig an. Und was immer ein dankbarer Helfer ist beim Anrichten, damit es schön aussieht, ist Rucola oder Feldsalat oder irgendetwas in der Richtung. Ne? Und gerade dann so die kleinen Blättchen da raussuchen, die so ein bisschen fancy aussehen, ne? Die so nach Mikrokräutern aussehen, aber gar keine Mikrokräuter sind. Ne? Die sucht ihr dann raus und legt das. Wenn das jetzt so ein langer Okoloke hier ist, ne, dann nehmt ihr den unteren Teil weg. Das hier wandert ins Pesto. Gelegte Salate, Stefan. Oh. Liebst du, oder? Oh, voll. Ist so, also ich brauche das jetzt nicht unbedingt, aber es sieht halt einfach schön aus. Ne? Ja, das muss man einfach mal sagen. Sieht einfach toll aus. So. Der ist tatsächlich zu groß. Ja, für mich. Hier haben wir noch so einen kleinen. Dann legen wir da hin. Da noch. Wirklich nicht viel. Sehr simpel. Jetzt geht noch mal ein bisschen was von der Soße dazu. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das sieht mir so begrenzt aus, ne? So nur auf die Mitte gerichtet. Könnt auch sagen, macht das noch so ein bisschen weiter. So. Und dann nehmt ihr euch mehr von dem Salat und legt den noch mit außen rum. Der ist wieder zu groß, aber lassen wir jetzt einfach mal liegen. Nur, dass man das einmal sieht. So. Und wenn ihr jetzt ganz fancy sein wollt, dann gebt ihr natürlich grobes Meersalz obendrauf, schwarzen Pfeffer, ja, und ein kleines bisschen Parmesan. Olivenöl, natürlich, pur, einfach drüber. Sieht auch immer gut aus. Ja? Machen wir. Zack. Fertig. Der ist zu groß hier, ne, Stefan? Ja, der ist schon. So, der sticht. Der muss weg. Musst du vielleicht noch mal gegen zwei kleine ersetzen. Bitte? Vielleicht noch mal gegen zwei kleine ersetzen. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Jetzt kommt's. Legen noch die Orange mit dran. So lassen? Ja. Lassen wir so, ne? Lassen wir so. Ah, den Tellerrand noch sauber.
Das ist übrigens in der Profiküche dann immer die Aufgabe des Küchenchefs. Der steht dann dort mit einem Tuch oder mehreren Tüchern. Ja. Die häufig mit Essig getränkt sind oder heißes Wasser. Ja. Und fertig. Wenn ihr jetzt ausrasten wollt, gebt ihr noch Pinienkerne dazu, Brot, Croutons, was auch immer. Alles, was, sage ich jetzt mal, noch so ein bisschen wie zufällig aussieht. Schön. Machen wir den nächsten jetzt dann. Ja? So, jetzt richten wir mal einen Hauptgang an. Bei einem Hauptgang ist es genauso. Je mehr Komponenten ihr auf dem Teller habt, umso bunter, umso krasser ist das fürs Auge. Wichtig ist, dass ihr mit verschiedenen Höhen arbeitet auf dem Teller. Und wenn ich von Höhen spreche, dann rede ich von so und so, nicht von so und so. Ne? Okay. Also, wir verwenden hier bei uns im Betrieb immer ein Püree, ein ganz glattes, feines Püree. In diesem Fall ist das hier Süßkartoffel und Karotte. Das hier ist ein Stabilisator und natürlich ein Texturgeber. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich das mit auf den Teller gebe und ihr das Gemüse dann damit esst, das muss harmonieren, das ist ganz klar. Ja, also ihr könnt jetzt hier nicht, was weiß ich, ein Wasabi-Püree nehmen, ja, und dann irgendein feines Gemüse anrichten. Das ist grobe Scheiße, ja, geht nicht. Okay, also es muss fein sein, ja, es muss zum Gesamtkonzept passen, okay? Ich möchte euch hier jetzt einmal zeigen, was man mit dem Püree machen kann. Du kannst es einmal, wenn du das möchtest, so in die Mitte machen. Ja, und dann so verteilen und dann darauf anrichten. Ja, dann richtest du hier dein Gemüse an. Ich mache das einfach mal so ein bisschen, dass man das mal gesehen hat, wie das aussehen kann. Jetzt hier so ein paar violette Karöttchen. So, dann habe ich hier noch, wenn man das möchte, so ein bisschen Kohlrabi. Meine Oma hat dazu mal Kohlraben gesagt. Ja, meine Mutter auch zwischendurch. Das sieht also so ein bisschen nach Chaos aus hier jetzt, ne? So. Dann kommen ein, zwei Rübchen dazu. So. Pilze habe ich ja auch. In dem Fall Champignons. Pfifferlinge meine ich, entschuldige bitte. So. Dann kann man hier noch anlegen ein Brokkoli und dann würde man hier in die Mitte, würde man jetzt die Hauptakteure legen. Und das sind in dem Fall, ist das ein Stück Fleisch und eine, sage ich jetzt mal, eine Beilage deiner Wahl, die eine entsprechende Höhe hat. Ich richte jetzt das Fleisch einfach mal so an. So, fertig. Das ist jetzt ein kleiner Teller, ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber wenn ich da jetzt noch ein bisschen Soße mit dran mache, hätten wir schon, muss gar nicht jetzt irgendwie wild verteilt werden, die Soße, sondern es reicht einfach nur, wenn wir die so ein bisschen als Klecks noch zwischendurch da so dranlegen. Fertig. So. Und wenn man jetzt eine Quetschflasche zu Hause hätte, dann könnte man mit dieser Quetschflasche jetzt hier noch so ein paar Tupfen setzen. Ich mach das jetzt einfach mal so, so. Wie zufällig sollte das aussehen, ne? Was hast du da jetzt drin? Himbeer, oder? Ja, das ist ein bisschen Himbeer mit Chili und Kokos. Einfach, das ist jetzt einfach nur, um zu zeigen, das geht. Dann könnt ihr mit dem Püree so eine Nocke machen. Und dann das hier machen. Okay? Dann würde man hier wieder das Gemüse drin anrichten. Ich nehme jetzt das hier von dem Teller wieder runter einmal. Keine Sorge, das wird alles aufgegessen, was wir hier haben. Das kommt nicht weg. Ich nehme meinen Löffel. Dann würde man jetzt hier das Gleiche machen. Man würde jetzt gucken, dass man das so gewachsen ist, ne? Also auf dem Teller gewachsen ist, würde man was anrichten. Der hier kommt hier hin. Pilze kommen auch noch dazu. Immer so, dass man das noch sehen kann. Ne? Und wenn ihr etwas habt, was ein bisschen, was man mehr da reingeben kann, also dass man das so quasi wieder hineingegossen, wenn das so. Ne? Man das so machen. Und dann würde man hier oben, würde man das Fleisch so hineinsetzen.
Wenn man das so von oben filmt, so ich sehe das halt von oben. Das sieht man jetzt nicht von oben, das sieht man von der Seite mehr. Ne? Ja, okay. Okay. Wir richten jetzt einmal auf einen großen Teller an. Das hier ist ein Buffet-Teller. Ne? Ich wollte nur einmal zeigen, wie die Technik ungefähr aussieht. Und jetzt richten wir das auf einen großen Teller an. So, jetzt nehmen wir einen großen Teller und dann sieht man gleich, wenn das oben von der Totalen einmal gezeigt wird, was das ausmacht, ne? Wenn ihr einen entsprechend großen Teller nehmt. Ich entscheide mich jetzt dafür, hier so im Halbkreis anzurichten, ne? Gerade was das Gemüse angeht. Ich mach die Nocke da drauf, mach den Teller, also mach den Löffel, den Rücken nehmt ihr so hier drauf und dann in einem Zug rum. Hier mache ich jetzt noch eine kleine Gedächtnisnocke. Hier kommt das Fleisch nachher hin. Oder wahrscheinlich in diesem Fall ist das Kartoffelbiskuit. Ne? Dann mache ich hier noch so eine Nocke hin, dass das so ein bisschen wie zufällig aussieht. So. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt das Gemüse, was ein Hauptdarsteller ist bei diesen Geschichten hier immer. Kommt wie zufällig, wird das hier draufgelegt. Ne? Das muss nachher aussehen, als wenn das auf dem Teller gewachsen ist. Und versucht immer versetzt anzurichten. Das bedeutet 1, 2, versetzt, 1, 2, versetzt, versetzt. Ne? Könnt ihr noch einen in die Mitte legen, habt ihr die eine Sache schon mal fertig. Verschiedene Schnitttechniken. Hier ist jetzt die Rübe ist halt in Spalten geschnitten. Dann legt ihr die auf die breite Seite so hin, dass sie so ein bisschen nach oben ragt. Dann habe ich hier ein paar Kohlrabi-Würfel. Die kommen noch so in die Mitte, wenn gewünscht. So, bis hier unten auslaufend. Hier ist Brokkoli. Den legen wir so zufällig da rein. Dann auf der anderen Seite auch. So. Hier habe ich gelbe Möhrchen. Wir sind jetzt hier relativ monoton von der Farbe her. Deswegen kommen jetzt noch zwei Farben dazu. Einmal violette Karotte. Ihr könnt das auch dann so hier reinstellen und ne, was weiß ich. So. Und weil wir sie noch über hatten von vorhin, kommen jetzt Kirschtomaten dazu. Nur eine oder zwei. Legen wir so mit dazu. Fertig. Jetzt kommt das Fleisch hier in die Mitte. Und der Strudel bzw. der Biskuit nach nebenan. Der Löffel ist mir zu heiß geworden hier. Und jetzt gehen wir dazu über und machen da noch ein bisschen Soße dazwischen. Wenn man das möchte, kann man jetzt auch noch hier manchmal die Soße so drumherum ziehen. Aber das ist Blödsinn gewesen, ne? Seht ihr selber, verschandelt den Teller. Finde ich jetzt nicht. Nee, find's okay? Okay. Vielleicht magst du noch einmal kurz sagen, was das für ein Fleisch ist? Das ist ein Teres Major, ein Stück Rindfleisch. So würde der bei euch ankommen, der Teller. So wird das für euch aussehen. Können natürlich auch weniger nehmen. Ne? Es gibt da sehr puristische Anrichteweisen. Wir haben jetzt hier nur sehr, sehr viel genommen, einfach nur um zu zeigen, das ist bunt, das sieht aus wie Chaos, ist aber sieht schön aus, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich würde das mal eben fotografieren. Ja.